Es ist circa 10 Tage her, dass mich der YouTuber Michael Ruven Dietrich versucht hat, ein bisschen kritisch zu beleuchten. Da wurden 15 Jahre alte Geschichten auf den Tisch gepackt, die vor Monaten schon auf YouTube von mir selber an die Öffentlichkeit gebracht wurden. Und das hat am Ende dafür gesorgt, dass man gesagt hat, okay, das gibt mal ein bisschen Schwedenurlaub. Da wurde behauptet, meine GoFundMe-Spendenaktion sei sehr unmoralisch. Der Herr selber, der ja doch ein bisschen mehr Dreck vor der Haustüre hat, als in dem Falle ich. Und das Lächerlichste überhaupt, er behauptete in der Tat, meine Ehefrau hätte die erste Kohle gleich selber an mich gespendet. Dass die 20 Euro Spenden von seiner Frau kamen, als sich öffentlich in einer Story tatsächlich bei ihr dafür bedankt. Und da du also anscheinend gern in alten, uralten Geschichten rumkramst, machen wir das doch einfach mal auch. Wir, das sind ich und der Kollege Holger Kreimeier von massengeschmack.tv. Und ich bin gern heute dabei, weil ich diese Videos, die Herr Malki hier über dich gemacht hat, wirklich also skandalös finde. Und zusammen öffnen wir sie. Die Akte Michael.